Jo, und dann willkommen zurück in Part Nummer 5, nachdem wir jetzt gerade mal ein bisschen aufgeräumt haben. Und für alle, die jetzt nicht mitbekommen haben, Terra Grigia ist gerade kaputt gegangen. Terra Grigia. Terra Grigia. Diesmal mal weiter. Falls ihr es verpasst habt, gibt ja noch ein Previous Leon. Nee. Ach, nur am Ende der ganzen Episode, ne? Right. Raymond. That's you, isn't it? BSAA. A little too late. What is the FBC doing here? Answer me, Raymond. I don't have to answer anything. You have no authority over this. There's no time to fight. We've got to... Give it a rest. I don't even know why you're here or who you're fighting. Raymond, stop right there. Nothing will change unless you get your hands dirty. Boah, ist Cryptic. Er ist so ein möchtegern Antagonist. So Cryptic Bullshit. What's going on here? We're operating without any intel. We need to search this ship for answers. Okay. Ja, laber du mal, ich geh schon mal vor. So, Zeit zu Jill und Zeit mal wieder ein bisschen zu verkacken hier. Haben wir nämlich schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Ein bisschen hiervon. Hör mal, Parker, warum hast du nicht deine tollen Waffen nicht mitgenommen? Bloß deine blöde Battle-Axt, ey. Oh, hi. Ja, du machst das schon, Parker. Ich weiß, du kannst das. Haben wir ja gerade gesehen. Lass mal scannen. Ja, die Zeit muss sein. Das war's schon. Was habt ihr denn in der Ecke gemacht, als ich nachgeladen habe? Hier geht es ja schon wieder nicht durch. Dieser Kackschlüssel, ey. Der lohnt sich aber später, wenn man ihn mal dann findet, ne? Könnte sein, dass die Türen sich dann lohnend öffnen. Backtracking wird belohnt. Ich finde, wir sollten backtracken. Nein, renn doch nicht gleich raus. Nur das ist so ein riesiger Raum, den lasse ich mal so sein. Ich hatte im Kopf, dass hier noch eine weitere Tür ist. Ansonsten hätte ich natürlich erstmal geradet den Raum, klar. Offensichtlicherweise. Dann raid mal, du Bitch. Dankeschön. Dich nehme ich auch mal. Dankeschön, euch nehme ich auch. Alles meins. Ich nehme erstmal die Handgranaten. Ich will mir die BOWs aufbewahren, wenn ich sie wirklich brauche. Hier brauche ich einen Kartenleser, den ich auch noch nicht habe. Ugh. Vergiss das Scannen nicht. Das war die falsche Taste. Hast gut gemacht. Für den Effekt. Ja, ja, einfach nur. Ich wollte euch mal das ganz kurz zeigen. Hier ist nichts. Gut. Habt ihr mal gesehen, wie eine Handgranate bei Chip funktioniert? Genauso wie bei den anderen überraschenderweise. Aber ich habe einen Raum vergessen, sehe ich gerade. Wenn das nicht der Aufzug sogar ist. Ja, so. Ja, dann kann der Aufzug mich mal aufzugsweise. Die ganze Zeit das Gefühl, dass hier ein Monster drin ist, aber das war auch nur im Raid-Modus so, ne? Genau. Da steht ja so ein riesen Hus. Ich hab echt viel zu viel Raid-Mode gespielt. Ah! Zeit für die Schrotflinte. Wie schrecklich, muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Detective Valentine wieder dabei. So, du darfst vorlesen. Geschichte der Queen Zenobia. Geschichte. Tonnage 148. Tonnage heißt das. Das heißt Tonnage. Protoregistertonnage. Achso, ich kenne das Wort gar nicht. Ich kann auch sagen, dass es Tonnage heißt, aber ich würde. Das heißt Tonnage, Junge. Kann auch Thunfisch scheißen. Verdrängung 90.000 Tonnen Länge, Breite, Höhe, Antrieb, elektrischer Dieselantrieb, Besatzung 1094 Offiziere und Mannschaft Passagiere 2020. Also die haben alleine für 2200 Passagiere über 1000 Offiziere. Läuft bei denen. Die große, läuft, ey. Da werden ihm die Füße massiert, man. Ja, ohne Scheiß, ey. Da brauchen die alleine Suite-Zimmer für die ganzen Offiziere, ey. Das Flaggschiff der Paraguay. Kennst du Paragua? Ach ja, ich kenne nur Paraguay. Wo liegt denn Paragua? Keine Ahnung. Ja, ja, kennst du Paragua? Kennst du das Flaggschiff der Paraguay. Jetzt les! Das Flaggschiff der
Ich glaube, das sollte man Englisch lesen. Paragraph. Ich glaube, das muss man Englisch lesen. Wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus den 1930 nachempfunden, dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfen, die George Trevor vor seinem Verschwinden hinterließ. Wer? Zeitung aus der Zeit, als das Schiff gebaut wurde, berichten von den Auszeichnungen, die das Design erhielt. Die das Schiff gebaut wurde. Feier mal nicht so da hinten. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, der König des reichen Palmyra. Reiches, das muss man glaube ich Englisch aussprechen. Palmyra. Des Reiches Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Wie die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Ozeans. Fast. Verdammt, Atlantiks genannt. Und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen, schien in den 80er Jahren die Queen Zenobia, wie auch ihr Schwesterschiff, reif für die Abwrackwerft. Zum Glück wurde sie von der Paraguas Line für die Abwrackwerft. Was ist das denn? Ja, da werden die geschrottet. Nein, ehrlich? Ja, dann frag nicht so doof. Ihre Dampfturbinen wurden durch ein elektrisches Dieselantriebssystem ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert. Das Schiff wurde mit der neuesten Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiger Luxusliner. Nach der Restauration brach die Queen Zenobia auch zu einer Weltreise. Im Anschluss umschliff sie Südamerika und erblickte viele weitere Fahrten. Ihre Zukunft für der Starthafen. Die Queen Zenobia wird heute noch für viele Jahre ihre Passagiere viel Freude bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia. Ich finde, du solltest dafür ein Referat halten mit PowerPoint-Präsentation. Ah, wirklich, ey, ist unglaublich spannend. Aber naja, immerhin. So, hier ist er noch was drin. Ich glaube, in seinem Magen ist irgendwas drin, oder? Ja. Da wollen wir noch mal gucken, was er so drin hat. Hauptsache so, oh mein Gott, wie schrecklich. Erstmal in den Bauch eingreifen. Für 3 Schrotkugeln. Vor allem erstmal so, blick, aufgehoben. Ist ja nicht so, es lag's irgendwo im Magen oder so. Parker, warum machst du so ein Netz da hinten dran? Das sieht nicht cool aus. Hör auf, Parker zu dissen. So. Das erzähle ich dir was von der Paragraph Line. Die mussten sich aber das exotischste aussuchen, was es gibt. Ja, ja. In Mazedonien. Da konnte man nicht England nehmen oder so? Nee, in Neu-Mazedonien, Paraguay. Funktioniert nicht. Sie müssen zum Schuss laufen. Hauptstadt Terra Grigia. Terra Grigia! Ich werde irgendwann besoffen. Ja, wo soll unser Resident? Terra Grigia! Oh, ist ein SM-Club. Naja. guck dir die Friese an von dem. Da hat er bestimmt auch so ein schmerzverzerrtes Gesicht gemacht. Boah, Junge, Sniffel woanders rum! Ich bin ja mal gespannt, ob du einen bestimmten Boss, den du dich da anstellst. Ich würde sagen, du kannst mir ja ruhig verraten, welchen Boss du meinst. Dick. Kreissäge. Ah, ich erinnere mich, ja. Das war in den. Boah, ich gucke jetzt einfach in den unteren Kabinen. Ich weiß es aber gerade ohne Scheiß nicht, Freunde. Müsste stimmen. Da, wo du angefangen hast, ist es ja irgendwo. Naja, also hier ist alles. Ist das hier? Ja, such mal. Naja, sehen wir jetzt. Ich glaube. Da ist Waffen aufmotzen, das machen wir gleich. Wenn wir die Schotti haben. Guck mal, wie sieht das hier aus? Ach, nope. Guck mal, da sind wir richtig schön falsch gelaufen. Boah, nachher ist das wirklich auf einem anderen Flur und ich hab grad voll verkackt. Ja, die sind doch hier alle verlinkt, Mann. Magazzino. Du musst ja nur auf die Karte gucken und diese Räume, diese Sackgassenräume absuchen. Guck mal. Nee, auf die Minikarte. Du musst nicht gleich die Karte nehmen. Ja, ja, aber da zeigen sie es mir ja quasi schon. Da ist die Waffe, du Idiot. Okay, dann müssen wir mal hier durchlaufen. Boah, hier lebt noch einer, ey. Dann ist aber zu viel. Nachher musst du noch survivalen. Ja, nachher muss ich noch arbeiten hier. Wo kommen wir denn? Boah! Hör mal, Freunde, so gefällt mir das aber gar nicht. Ich geh mal außen rum, ne?
Guck, wie sie Parker verfolgen. Parker, hör auf, die Munition zu verschwenden. Gierig der Junge wird, ey. Muss auch mal sein. Muss so, den, scannen. So, den scheiß Kartenleser haben wir immer noch nicht. Teller. Ich will Teller. Teller Grisha. Oh, spucken die nicht? Yep, die schießen. Aber nicht, Penner. Wenn du immer auf den Kopf schießen, nicht auf den Arm. Der da hinten hatte ich nämlich noch gar nicht gesehen, genau. Das Schätzelein da oben. Erkennst du an dem wunderbaren Dreieck, wohin du schießen musst? Ach, kann ich doch gar nicht. Da hatte ich im Raid-Modus mal einen Glitch, da stand einer auf dem Kopf, auf einer Treppe. Oh, Kopf stand irgendwie. Das gibt übrigens Achievement, wenn man die Projektile mit dem Messer abwehrt. Quasi wie in Resi 5. Ja. Gibt's ja auch. Ist halt nur Timing-Sache. Hinstellen, warten und zack. Ja, in Resi 5 ging das auch. Ist hier noch irgendwas Tolles? Ja. Nee, Parker, du bist es nicht. Vielleicht oben. Ne, hier. Klick, klick. 20 mal nötige Pistolenmunition, weil hier auch noch was lag. Die würden nie alle werden, die da liegt. Parker, jetzt nimm die Hände davon. Lass das arme Chicken in Ruhe. Kannst du die Tür aufschließen? Warte, sag ich dir sofort. So. Ich will mir jetzt erstmal die Shotgun holen. Ich weiß nicht, ob das ein Shortcut ist hier. Die Tür ist, glaube ich, eh eine Sackgasse. Aber was ist denn hier? Ah, okay. Anderer Schlüssel. Da brauche ich den Terra Grigia Schlüssel für, glaube ich. Gut, da geht's aber nicht zur Shotgun. Ja, deswegen, das ist ein neuer Ladebereich. Das sind ja die Loading Zone-Dinger. Ich will mir jetzt erstmal die Shotty holen. Da muss ich wirklich in die oberen Kabinen führen. Naja. Seht ihr ein bisschen mehr vom Spiel? Bisschen mehr Backtracking. Kennt ihr ja noch nicht hier die Ebene. Mahlzeit. Alles cool bei dir. Viel Spaß in dem Raum hier. Wow, hi. Ja, du mich auch. Tschüss. Wo kam der denn gerade runtergesprungen? Och, der wollte einfach mal von oben bis. Guck mal, die haben ja allgemein so. Ah, oh. Da gibt's ja echt Luftschächte. Ich dachte, der ist jetzt voll billig gespawnt, dachte ich. Aber da gibt's ja voll die Luftschächte. Boah, Parker, hör mal auf zu stöhnen. Komm mal endlich mit hier. Ist ein bisschen Dead Space. Mhm. Durch die Luftschächte. Ja, das ist so der Enemy Dispenser, weißt du, wenn die merken, boah, das läuft viel zu gut, lass mal ein paar Gegner reinwerfen. Ihr wenn's her. So, diesmal muss ich hoffentlich keine Alternativknarre hier reintun. Du machst das, Parker, ich glaub an dich. Die Windham, nachdem du eine Windwaffe eingesetzt hast. Oh. So, danke, tschüss. Du musst ja schon ordentlich Munition für haben. Ah, die brauchst du doch bald. Joa, ordentlich. Ist okay. So. Hier muss doch irgendwo der Shortcut zum Aufzug sein. Guten Tag. Guten Tag. Herr Aufzug. Ich würde gerne Sie ganz kurz konsultieren. Können wir eigentlich hier rein oder? Ja, natürlich können wir hier rein. Ah. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ach, guck mal, du kannst dir was vorlesen. Kannst du selber machen. Machst du so gerne. Notiz aus Raum 303. Was zur Hölle geschieht hier? Im Schiff wimmelt es vor Monstern. Sie reißen hier alles in Stücke. Monster wie diese habe ich noch nie gesehen. Sie wirken unbeholfen. Doch wenn sie einmal zupacken, ist alles aus. Diese Drecksviecher haben meinen Freund Hassan auf dem Gewissen. Bastarde. Ich habe sie mit der Knarre verscheucht und mir so Zeit zum Fliehen verschafft. Zum Glück ging die Kugel durch den Arm. Die Knochen dieser Monster sind wie die einer alten Frau. Mir sind alle Fluchtwege versperrt. Dieses verdammte Monster hat mir mein Bein ordentlich verdreht. Verdammt, Munition habe ich auch keine. Keine Ahnung, ob ich das hier überlebe. Primarily, Mann. Ich würde jetzt einfach mal die Vermutung aufstellen, dass das jetzt nicht so positiv für den Kollegen gelaufen ist. Ich würde die Vermutung aufstellen, dass du mal scannen solltest. Habe ich schon erledigt. Oh, illegales Zubehör. Boah, geil, illegal. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Könntest du theoretisch nochmal zur Kiste gehen? Genau, das habe ich vor. Ich habe ja vorhin auch nochmal was gefunden. Da kann ich die Feuerrate für das Gewehr drauf knallen, weißt du? Weißt du, yo. Oh, ist das schnell Fahrstuhl. Wie praktisch. That's convenient. Untere Kabine war das, glaube ich. Da müssen wir ja so oder so hin. Ja, guck mal, ist sogar schon halb geladen gewesen, die Ebene hier. Das ist ja super freundlich von denen. Hier. Bald seid. Einmal upgraden bitte, auch wenn kein Händler hier ist. Oh, Schaden 2.
Und Feuerschluss 1. Okay. Ich knall jetzt erstmal alles runter hier. Ich glaube, ich gebe der Knarre 20% und dem Gewehr 10%, einfach weil ich mit der Knarre mehr arbeite und die Shotgun ja allgemein schon so einen guten Bums hat. Ja. Mache ich das mit den zwei Schüssen? Also auf keinen Fall auf die Shotgun. Nee, bist du Wahnsinns? Ich überlege, ob ich es. Auf die Pistole ist es eigentlich ganz gut. Wenn du triffst, triffst du ja zweimal. Ja. Und die Shotty, da machen wir einfach das andere drauf. So. Ich denke mal, das ist eine gute Aufteilung so. Außerdem hätte ich es, glaube ich, gar nicht auf die Shotgun packen können. Aber das nur mal so nebenbei. So, gehen wir wieder an den Kollegen hier vorbei. Und wenn die nicht unterschiedlich gespawnt sind wieder, dann dürfte da doch eigentlich kein Problem sein. Hallo. Wo seid ihr denn? Da hinten seid ihr, Freunde. Kann ich hier vorbei? Ach, so. Guck mal, das ist ja freundlich. Andys lustiger Abenteuer auf dem Schiff. Ich finde, man sollte mir einfach deswegen Karten für die AIDA schenken. Ja, yeah, jetzt kommt sowas Bescheuertes. Meinst du diese Loading Zone? Ja, die, vor allem sind die sehr lang und die brauchst du auf dem PC nicht. Das merkst du einfach über die lang. Und du musst mal darauf achten, da ruckelt es kurz gleich. Ja, ja. Spiel ruckelt grundlos. Weil da, jetzt, ja. Ja, ja. Das ist aber auf der Box-Version genauso gewesen auch. Ja, ja. Das ist total bescheuert. Auch die Konsolen brauchen das nicht. Der 3DS hat das gebraucht, klar. Aber guck mal, wie lange das schon dauert. Also, pff. Aber sieht natürlich sehr geil aus, der Raum hier. Sieht schon ziemlich geil aus, das stimmt. Ich denke mal, die Musik war gerade auch episch. Ja, ist sie auf jeden Fall. Ist zum Beispiel auch so ein Raum, wo so ein Handdruck oder zwei oder so versteckt sind. Das ist voll nervig, die hier zu finden. Ja. Nee, wie gesagt, vielleicht haben sie es einfach aus Nostalgiegründen drin gelassen, aber das ist einfach dumm. Die Türsequenzen aus Resi gehen ja vollkommen klar, aber der Rest... Du darfst! Ich will nicht. Vor dem Notfallkommunikationsraum hinterlassene Notiz. Kommunikationsraum, bitte? Du bist ein Idiot, Alter. An der Tür klebt eine Nachricht. Dies ist der Notfallkommunikationsraum. Du schaffst es! Datei gerade absichtlich gemacht, um dich zu ärgern. Ohne meine Erlaubnis und ohne meinen Schlüssel kommt hier niemand rein. Wenn Sie nein wollen, finden Sie mich wie gewöhnlich auf dem Promenadendeck, Ihr Kommunikationsoffizier. Und das ist eine randgeschriebene Bemerkung. So ein Müll! Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern. Ich gehe zur Promenade, da finde ich wenigstens was zum Essen. Wer noch am Leben ist, kann mich dort antreffen. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. So leicht trete ich nicht ab, verlasst euch drauf. Hoffentlich bin ich nicht der einzige Überlebende. Euer freundlicher Kommunikationsoffizier. Der läuft bei dem. Erst aus dem Strand gegangen und erst aus dem Essen gegangen, oder was? Ja, ja, der hat seine Prioritäten schon gecheckt. Geiler Job. So, gab's hier irgendwas? Bestimmt, aber ich bin gerade viel zu faul zum Suchen. Ich geh mal nochmal hinten rum. Aber ich meine, hier müsste. Ja, hier ist so eine Loading Zone. Hier war irgendwo ein Waffenteil versteckt. Weißt ja, du, musst du scannen. In einem, nee, aber in einem dieser Kisten ist es versteckt. Ja, ja, du musst es aber scannen, sonst siehst du es nicht. Ha. Ich scanne das mal, ansonsten sehe ich es nicht. Ja, Mann. Ah, da ist es ja. Danke, dass du mir einen Tipp gegeben hast. Es gibt auf jeden Fall auch Items zum Scannen hier irgendwo. Ist ja auch egal. Nee, nicht für dich, du siehst das nicht. Nee, nicht für wen denn dann? Oh, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, ey. Gibt hier auch irgendwo einen optionalen Poolraum, da kommen wir auch noch hin. Ey, ohne Scheiß, wenn ich eine Stunde aufnehme, dann sagt mir das Spiel, ja, fick dich doch einfach. Also von daher, mit dieser epischen Aussicht in zwei Frames beende ich jetzt einfach mal frech, wie ich bin, den Part. Ich verstehe, ohne Scheiß. Da war beim letzten Mal genauso. Alles lief super flüssig, bis auf die letzten so nach einer Stunde fünf denkt das Spiel so, jetzt reicht es aber, Junge. Hast schon viel zu viel Scheiße gebaut hier. Aber echt, ziemlich exakt. Also von daher, das war Part Nummer 5. Beschwert euch beim Spiel. Ist halt ein bisschen kürzer jetzt geworden. Und ich glaube auch, dass die Episode jetzt noch ein ganz kleines bisschen länger wird. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt halbieren. Von daher, wir sehen uns wieder in Part Nummer 6. Oder bei Chris beim Remastered, was ja auch noch nebenbei läuft. Aber das wisst ihr ja vermutlich schon, ne? Also von daher, bis dann. Tschüss! Haut rein!